Ja, liebe Bürgermeisterin, Frau Matt-Schwarzfischer, liebe Organisatorinnen, liebe Anwesende, ich freue mich heute hier zu diesem besonderen und wichtigen Aktionstag als ja noch sehr neue und frische Gleichstellungsbeauftragte und neue Leiterin des Büros für Chancengleichheit der Stadt Regensburg sprechen zu dürfen. Ich bin seit September letzten Jahres hier im Amt und mag meine Vorrednerinnen ungern wiederholen und wird mich darauf beschränken, ganz kurz darzustellen, was wir machen und was wir in unserer Verantwortung als Abteilung der Stadt Regensburg und als Stadt Regensburg gesamt sehen. Das Büro für Chancengleichheit gibt es schon sehr lange. Das hieß nur nicht immer so. Es war immer die Gleichstellungsstelle, aber sie versteht sich auch als Gleichberechtigungsstelle, wie die Frau Geschka sagte. Es gab in letzter Zeit ziemlich viele Wechsel in der Abteilung und ich freue mich, dass meine Kolleginnen dabei sind. Die Silke Zimmermann mit dem schwarzen Haarband, die eigentlich alles für mich macht und mich unterstützt. Und die Frau Salamit Zudok, die daneben steht, die seit Mitte 2018 die neue Antidiskriminierungsstelle bei der Stadt Regensburg aufgebaut hat und auch bei mir im Büro für Chancengleichheit angesiedelt ist. Die Gleichstellungsstelle der Stadt Regensburg engagiert sich seit Jahrzehnten. Wirklich seit Jahrzehnten, viele Jahre unter meiner Vorgängerin, der Frau Teufel, der ich ganz herzlich für die ganze Aufbauarbeit danken möchte, um das Thema Gewalt und versucht, auf Beratungsstellen aufmerksam zu machen, zu vernetzen, wo es geht und auch Unterstützung zu leisten, soweit das als Kommune, als Abteilung bei der Stadt Regensburg möglich ist. Wir sehen es als unsere Aufgabe, alle Institutionen zu unterstützen und zu vernetzen und freuen uns sehr, dass wir heute auch hier dabei sein dürfen. Wir sehen uns als Ansprechpartnerin zu allen Themen der Gleichstellung und Chancengleichheit für alle Menschen, egal wo sie herkommen, welche Religion oder Weltanschauung sie haben, ob sie eine Behinderung haben, welches Geschlecht sie haben oder welche sexuelle Orientierung sie haben. Und ganz ausdrücklich wollen wir uns einsetzen gegen jede Form von Gewalt, egal welcher Form und egal gegen wen sie gerichtet ist. Dabei ist es uns auch sehr wichtig, die Ursachen für Gewalt zu bekämpfen und möchten entsprechend auch selbst Projekte auf den Weg bringen. Wir haben einen kleinen Infostand neben den anderen Infoständen, wo Sie sich, glaube ich, für das Thema gut informieren können. Wir freuen uns. Ich glaube, das ist so eine Grenze, wenn man zu lang spricht, dann wird irgendwann eine Störung aktiviert. Ja, wir freuen uns, wenn Sie sich informieren bei uns und können gerne Infomaterial mitnehmen. Und ich darf jetzt auch schon an die Frau Helwig Schmidt übergeben. Und Entschuldigung, das Programm wurde geändert. Ich wünsche uns aber auf jeden Fall eine gelungene Veranstaltung. Hoffe, die Sonne kommt gleich raus und wir tanzen noch ganz viel zusammen.